Willkommen zu einem weiteren Let's Show. Dark Souls ist ja in Pause und deswegen machen wir jetzt vermehrt ein paar Let's Shows. Wir gucken in die Spiele ein bisschen rein. Hier handelt es sich um eine Demo von einem Spiel, das bereits erschienen ist, von einer doch sehr bekannten Rollenspielserie. Soll ich mir den Spaß gönnen und so? Komm, ich mach mal Japanisch. Die Untertitel bleiben ja deutsch. Ja, Tales of Berseria, ein der aktuelle Tales of-Teil, von dem auch eine Demo erschienen ist. Es ist so, ich und die Tales of-Serie, es ist immer so eine Halbliebe, muss ich sagen. Ich finde die wunderschön, die Spiele, aber irgendwie komme ich nie dazu, sie zu spielen. Das gilt fast für die komplette Serie, was unglaublich traurig ist, weil es immer wieder andere Spiele gibt, denen ich Vorzug gebe. Und das ist irgendwie so ein unendlicher Fluch bei der Tales of und mir. Aber nichtsdestotrotz gucke ich gern mal rein. Ich habe mir jetzt auch abgewöhnt, die Spiele zu kaufen, solange ich nicht endlich mal anfange, irgendeins davon zu spielen. Das Einzige, was ich bisher gespielt habe, war das allererste, Tales of Phantasia und Tales of Vesperia, die beiden. Ja, ist traurig, ne? Aber wer weiß, irgendwann, vielleicht im nächsten Leben, werde ich sie alle spielen. Und jetzt wenigstens ein weiteres Mal wieder anspielen. Ja, gucken wir uns doch einfach mal an, wie das so ist. Die Demo könnte jetzt natürlich sein, dass wir... Genau, wählen Sie einen Modus. Ich würde natürlich lieber gerne mir den Szenario-Modus angucken. Denn der Kampfmodus, ja gut, Kampfsystem bei Tales of fand ich jetzt noch nie so prickelnd. Gucken wir uns mal den Szenario-Modus an. Am Strand von Maclear ist eine Gruppe angekommen, die behauptet, ein altes Buch gefunden zu haben. Suche am Strand nach jemandem, der es entziffern kann. Ja, bitte. Na, ich probier's mal ohne. Die Demo endet, wenn du den Geschichtsteil abschließt. Falls du während des Kampfes stirbst, kannst du es nochmal versuchen. Du kannst also ohne Furcht Neues probieren. Naja, okay. Ich mach doch überhaupt keine Spielaufzeichnung, du Honk. Hatte ich eine Spielaufzeichnung gemacht? Seltsam. Okay. Okay, das können wir uns mal kurz mal geben. Charakter bewegen. Okay, steht in X. Plauderei mit Dreieck. Gebietskarte. Details anzeigen. Okay. So. Schöne Umi, da. Hier ist Makrilhama. Grimo-Nee-san, ist er da? Sehr schön, mit japanischer Sprachausgabe. Habe ich ja nichts dagegen. Ich gucke ja auch viele Animes mit japanischer Sprachausgabe, von daher. Also natürlich mit deutschen Untertiteln. So, okay, schön. Grafik ist schön. Muss man ja sagen. Das sind bestimmt Gegner. Warte mal, kann ich erstmal ins Menü gehen oder sowas? Ah. Du bist da, Live-Setto. Onna o mikake de handan shicha dame te iwaretan da kedo. Boku, dou shite ii ka wakara nai da. それは男の永遠のテーマだよな、アイゼン。ああ。女という生き物は実に厄介なものだ。息をするように嘘をつけるのが女。女の嘘を消して見抜けないのが男。わかる。わかるぜ。二人とも、とても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも、 女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。これだけは覚えておけ。女の涙には気をつけろ。油断するな。ちょっと、あんたたちライフセットに変なことを教えないでよね。真実だ。あんまり余計なことを吹き込むなら、あんたたちを食らうから。 おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労してるようじゃのう。ま、その面倒くささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同調と深い同情を感じるぞ。今のベルベットとマギルをどう思った？ベルベットは六郎たちを食べたりしないし、マギルに分かってもらえてる感じはしなかった。 女を見かけで判断するなというのは、そういうことだ。そして、お前はそれができているようだ。
私は違いますからね。え？感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんながそうではありませんし、私は嘘が嫌いです。アイゼンや六郎の出会った女性が極端だっただけです。エレノアは嘘が嫌いなんだね。え？あ、はい。ライフセットが俺たちのようにならないように、お前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。エレノアも見かけより気が強いよね。Sehr cool. Ich muss ja sagen, diese Gespräche, auch wenn sie jetzt nur so in Bildform dargestellt wurden, beziehungsweise in animierten Bildern, die finde ich super. Das habe ich schon in einem früheren Tales of Teil, den ich mal angespielt habe, habe ich das sehr cool gefunden. Oder auch in Vesperia war das ja so ein bisschen schon. Und ich mag das einfach. Das ist so zwischendurch so, dass die Gefährten einfach untereinander sich so belabern. Finde ich sehr stark, muss ich sagen. Das hat einfach einen viel größeren Halt dann einfach mit der Gruppe. Und hier ist es nochmal deutlich schöner in Szene gesetzt. Sowas mag ich ja sehr. Also ich würde jetzt da am liebsten sämtliche Gruppendialoge erstmal komplett durchgehen, bevor ich irgendwas mache. Sowas kann ich immer schön aufsaugen. Und klar, es ist die Demo. Wir sind jetzt mitten ins Geschehen gekommen. Hübscher Charakter übrigens. Gefällt mir. Und sind zwar mit dem Geschehen, aber das ist ein guter Einblick, was für Charaktere man dann wahrscheinlich in der Gruppe haben wird. Und die wirken doch alle sehr interessant, muss ich sagen. Was ist das? Ich habe drei irgendwas eingefangen. Oh, hi. Ja, dann kämpfen wir halt mal, wenn du schon zu gierig bist. Schandmaulwurf. Okay, ich drück einfach mal. Okay, was kann ich noch? Das ist ja alles schon mal schön. Drück mal noch andere Tasten. Ah ja. Ja, actionorientiertes Kampfsystem, wie es zu erwarten war. Das ist immer so für mich persönlich immer so das bei der Tales of Serie. Aber gut, so ist eben Tales of. Das kann man der Serie überhaupt nicht schlecht reden. So, der ist fast tot. Ich klopf halt drauf. Ich weiß nicht, was ich sonst so machen könnte. Ah, warte mal. R1. Da haben wir kurz Pause. Sandmaulwurf, Armor of Beast, Level 25. Schwäche, Wind wahrscheinlich. Widerstand, Müdigkeit, anfällig Kriegsartes. Schöne Musik auch. Fetzt. Oh, L1. Ah. Okay, das war cool eben, was ich gerade gemacht habe. Okay. Wir sehen auch die, bevor ich weitermache, die KP. Maximaler Schaden, Combo, Geld. Okay, cool. Details. K.O.-freier Sieg, Seelenbrecher, Gegnerbetäubung, ausgelöste Statuskrankheiten, aktiver Charakter, hat keinen Schaden erlitten, Schwierigkeitsgrund, okay. Nice, gefällt mir. Okay, schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Wenn ich hier so die Tasten drücke, suche am Strand von Maglia nach Grimor. Hey, was kann ich noch? Ich muss erstmal Tasten noch ein bisschen durchdrücken. Jetzt habe ich es in dem Tag, glaube ich, gefunden. Seltsam belegt, aber okay. Phase 1. Ah ja, hier kann ich die Charaktere switchen. Da sehen wir nochmal alle Charaktere. Velvet, Lafisette, Rigoru, Eleanor, Magilu und Eisen. Die haben wir eigentlich alle schon in der Unterhaltung gesehen. Reißender Dorn. Ein Fegetritt mit einer Stiefelklinge. Die Richtung hängt von der Tasteneinstellung ab. Reißender Dorn, ach so, ja, gut, das ist gut. Jetzt sehe ich mal, was ich kann. Lawinenzahn. Selbst entscheiden. Ach so, ich habe die ganze Zeit X gedrückt, dann hat er selbst entschieden. Ja gut, das ist ja keine große Auswahl. Aber dann kommt in Phase 2 schon besseres Zeug. Phase 3 und Phase 4 Mondaufgang. Cool. Okay, R2, dann komme ich in die Artist-Liste. Also das war festgelegt und hier könnte ich das wahrscheinlich individualisieren, wie ich es möchte, nehme ich einfach mal an. Hier haben wir den Seelenbrecher Mystisches Artes, verzehrende Klaue. Zum Benutzen R2 gedrückt halten, wenn drei oder mehr Seelen vorhanden sind, kostet eine Seele. Ah ja, okay. Während einer Combo L2 gedrückt halten, genau, das habe ich zum Schluss noch gemacht. Der tödliche Schmerz.
glaube ich zumindest, dass ich es getan habe. Ich habe auf jeden Fall L2 gedrückt. Harter Hieb wird beim Einwechselangriff aktiviert und führt einen doppelten Hieb aus, der einen Gegner hochschleudert. Mhm. Okay, cool. Steuerungshaltung halbautomatisch, das klingt gut. Okay. Was habe ich jetzt gedrückt? Warum ist das dieses Menü eigentlich hier? Ah, hier ist das richtige Menü. Wenn ich das drücke, okay. Also Steuerkreuztasten. Ja, da haben wir jetzt natürlich jede Menge Zeug, weil wir mitten im Geschehen sind, theoretisch. Glazitis will ich jetzt auch nur ein bisschen schnell durchgehen, einfach damit ich so ein bisschen das Interface etc. kenne. Ein Werkzeug, das einen Magneten nutzt, um die zu bestimmen. Systembuch. Mhm, Allheilmitteltrank. Pfirsichgummi. Okay, Apfelgummi. Ja, zur Heilung haben wir auch ohne Ende hier. Blutklinge. Scharfe, sofort ausfahrbare Klinge, perfekt für Überraschungsangriffe. Meisterfertigkeiten, aha, und eventuell noch mehr. Cool. Ja, man merkt schon, das ist wieder schön umfangreich, wie es bei Rollenspielen einfach sein muss, ne? 10% Lerngeschwindigkeit von Ausrüstungsfähigkeiten hier zum Beispiel. Interessant. Rüstung, Ringe, Schuhe, Materialien. Ah, warte mal, da kann ich noch durchswitchen. Material, Essen, gefundene Objekte. Mhm. Potentite oder Potentite? Ah ja. Kann ich vielleicht noch so dazu ergänzen zu den jeweiligen Rüstungen, nehme ich mal an. Mhm. Wertsachensystem vom Kompass und der Mode. Aha, normaler Stil, normale Kleidung. Exorzismus-Uniform. Okay, cool. Ja, sehr nice. Komm, lass uns nochmal kämpfen. Mordsicht. Yeah. Okay. Ui. Jetzt geht's aber ab hier. Ja, cool, alle sind auf dem Bild jetzt. Auch schön gemacht. Ja, wenn man die Tasten schnell, also da bei der, gerade bei R- und L-Tasten so ein bisschen drückt, da, weiß nicht, kommt es mir so vor, als dass er dann voll abgeht, also die ganze Gruppe. So, ich habe natürlich keine Ahnung wegen der Story, das ist natürlich auch gut so. Okay, wir sollen jetzt irgendwas finden. Eine Demo soll ja jetzt auch nicht, Spoilern ohne Ende, ne? Powertreffer! Und deswegen ist das schon ganz gut, dass wir mitten im Geschehen sind und von nichts eine Ahnung haben. Ja, okay. Das passiert halt, wenn man wirklich Tasten drückt und kaum eine Ahnung hat. Ja, also ja. Die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, dass ich nicht so der Fan von diesen actionorientierten Kampfsystem bin, aber ein Rollenspiel besteht ja nicht nur aus Kampfsystem. Und wenn man das ausblendet, dann bin ich doch ein sehr großer Fan. Eigentlich doch schon ein Fan von Tales of, weil es einfach dieses Anime-Flair, die Charaktere. Ach so, ich habe die ganze Zeit versucht, da hochzukommen. Ein Fan, der keine Teile gespielt hat, ne? Das ist natürlich Bullshit. Nee, als Fan darf ich mich nicht bezeichnen. Aber ich habe auf jeden Fall ich habe auf jeden Fall sehr viele Sympathien mit der Tales of Serie, trotz des Kampfsystems. Eben gerade wegen den Gesprächen, wegen den Charakteren vor allem. Weil das muss man dem Spiel ja wirklich zugute halten, dass es immer, also oder fast immer, sehr interessante Charaktere sind, die man da spielt und kennenlernt. Ja. Aber dafür fetzen wir da ganz gut durch. Erhalten Objekte, Fluoridenanhänger und ein Kalzitspeer. Ein Anhänger aus Fluorid? Hm? Ein Speer, der Kalzit aus Mana-Katalysator nutzt. Für die eine, okay. So, warte mal, kann ich schwimmen? Stimmt nicht tief. Ja, da hört es schon auf. Mensch, hier könnte man fast Urlaub machen, wenn die Gegner nicht wären, ha? Huh? Hi. Jetzt eilig zu sterben, die Naga. Naga! Abort. Ei, ei, ei.
Okay. Achso. Okay. Der hat ein bisschen mehr aus. Glaube ich. Irgendwann werde ich mal die Tales of Series richtig aufmischen. Ja. Das ist ja süß gemacht mit den Endsequenzen. Ist immer wieder ein bisschen anders. Bis jetzt, das gefällt mir. So, machen wir noch einen Gegner? Die Gegner sehen auch voll drollig aus. Ach, guck mal, ich habe die Map gefunden. Auch nett. Oh, großes Gebiet anscheinend. Der Stern, die mysteriöse Krimo. Da muss ich wahrscheinlich hin. Da wird eventuell die Demo dann aufhören. Gut, ich glaube, da wir jetzt ja schon doch schon viel vom Kämpfen kennenlernen, können wir uns dann auch den anderen Modus dann schenken. Wir kämpfen hier ja schon zu Genüge. Ja. Die dürften wir gerne in die... Oh yeah. Jo, läuft. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer favorisiertes, euer Lieblings Tales of ist. Ob ihr überhaupt was damit anfangen könnt, generell mit der Serie, oder ob euch das vielleicht, keine Ahnung, zu japanisch ist, zu animehaft. Und wenn ihr die Serie mögt, dann sagt mir doch mal, was euer Lieblingsteil ist. Und vielleicht könnt ihr auch so einen Laien wie mich mir eine Empfehlung geben. Welches Tales of wäre denn ein gutes Einsteiger, ein Einstiegs-Tales of? Also wie gesagt, ich habe nur Phantasia und Vesperia gespielt. Aber was wäre denn so richtig einstiegsfreundlich in die Serie? Was mir halt in so einem Rollenspiel halt auch noch relativ wichtig wäre. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in jedem Tales of vorhanden ist, ist halt die große Meta-Story, ne? Die Grundstory. Ihr wisst es vielleicht, ich mag es ein bisschen tiefgründiger, vielleicht ein bisschen komplexer, auf die Charaktere gerne bezogen, gerne auch mal ein bisschen düsterer. Okay, Tales of hat das, was ich kenne, habe ich noch nie so was Düsteres richtig gesehen. Vielleicht so mit diesen Schlagworten. Welches Tales of würdet ihr mir denn da am ehesten empfehlen? あれがライフセットや愛禅と同じ精霊だとは思えないんだけど。疑問は最もじゃが、色々と微妙な話が多くての。話せる範囲で説明するでふよ。なら、前から気になってたんだけど、その帽子取ったらどういう顔なの？おおの、それだけは言えないでふ。いきなりダメなわけ？そのハットのリボン、ピラピラして邪魔だろ。ほどいていいか？ バット、バット。絶対にダメです。このリボンだけはほどいちゃダメなんです。どうして？それも絶対に言えないです。話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ？例えば僕たちがどんな種族かとか、精霊界における位置づけとか能力とか。あ、それ聞いてみたい。では、 教えてあげますからよく聞くでふよ。僕たちはノル民族という歴史とした精霊の一種族なんでふ。他の精霊と比べると自然を操る霊力は落ちるでふが、他者の力を引き出し強化する能力に秀でてるんでふよ。お便利パワーアップ精霊ということじゃな。別名、凡霊だ。おお、バット。 その呼び方はノル民族のトラウマでふよ。どうしてトラウマなのです？その呼び名のせいで平凡だと思われるんでふ。それが嫌でみんな個性を出すのに必死なんでふよ。それであなたは妙な話し方をするのですね。なんだか平凡な悩みだな。ピーン！平凡って言うな。<笑> Oh Mann, wie cool. Der Pinfu ist ja knuffig, ey. Hab ich hier jetzt alles? Ah, übrigens, schön, dass die Gegner, ich glaube, zumindest tot bleiben. Die zwei habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Die drei, vier. Ja, in der Ecke war ich noch nicht. Da ist nämlich noch Zeug.
Ah, und da unten rechts sehen wir schon, dass die schon wieder Gesprächsbedarf haben. Das ist gut, dass man darauf aufmerksam gemacht wird. Seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Das mag jetzt für andere vielleicht total doof und irrelevant wirken, aber ich finde das richtig stark. Weil so lernt man Charaktere einfach schätzen und lieben und man erfährt einfach so Kleinscheiß über die, die es aber dann einfach unterm Strich ausmachen. Das ist einfach so eine Charaktertiefe, die sich dadurch entwickelt. Klingt vielleicht blöd, aber ist so. Gut, es gibt andere, wie bei Spielen wie Final Fantasy, da bauen sie das vielleicht auf richtigen Zwischensequenzen auf. Aber da halten sie sich auch nur so im Kern auf, meistens. Und hier, okay, ist halt ne, ein bisschen traditioneller umgesetzt worden, aber dafür vermehrt. Und da gibt es auch mal einfach ein Stück normalen Smalltalk. Und das finde ich gut. Das hat man halt sonst im Rollenspiel gar nicht so. So die typischen Smalltalk, wo es halt jetzt nicht unbedingt um die Mission oder um jetzt was ganz Wichtiges, Liebschaft oder sonst welche Emotionen geht. Nö. Was ist das? Ach so. Silbermünze. Mhm. Und das ist wirklich, was man der Tales of Serie hoch anrechnen muss, dass das über die... Was war das jetzt? Och nö, ich habe jetzt ehrlich gesagt... Obwohl... Nee, ich gehe jetzt noch ein Feld weiter. Vielleicht gibt's da noch neue Gegner, weil euch habe ich jetzt schon mehrfach gemacht. Ich wollte jetzt nur noch das Zeug ein bisschen sammeln. Was ist eigentlich das Tor da? Da werde ich nicht durchkommen, ne? Da kam ich ja her, nehme ich an. Ach, die Kisten werden ja auch angezeigt auf der Minimap, sehe ich gerade. Das ist gut. Ah, das heißt wohl dieses, Kringels heißt wohl Gebietswechsel. Habe ich eine Renntaste? Ich drücke mal ein bisschen die Tasten durch. Das ist, sie ist ja schon relativ schnell. Muss man eher lassen. Nö. Hat sie nicht. Okay, was ist dieses Blatt? Das ist ja nice, dass hier alles gezeigt wird. Selbst, Items. Aber das Blatt ist immer noch da. Hm. Weiß nicht. Was das bedeutet. Das ist halt genau hier, ne? Das Item war das eigentlich. Naja. Dann gehen wir mal weiter. So. Da hinten, das Ausrufezeichen wird unser Quest sein. Sehr schön gemacht. Was, wenn ich jetzt die Taste drücke? Ah, da kommt kein Gespräch. Okay, nur wenn das unten rechts aufleuchtet. Alles klar. Hallo? Ach, ich kann da hoch. Wie cool ist das denn? So, hier haben wir... Was haben wir denn da? Mehr von dem Zeug. Und ich kann noch weiter nach oben. Noch höher. Ah ja, okay, der gelbe heißt einfach, das ist ein Aktionspunkt, wo man was machen kann. Ah, das sieht doch interessant aus.
Verlangsamungswehr, ein Ring, beziehungsweise Juwel, das die Wahrscheinlichkeit und die Wirkung von Verlangsamung stark verringert. Schön. Kann man ausrüsten. Jetzt in der Demo ist das natürlich nicht vonnöten unbedingt. Zum Öffnen dieser Katzkiste werden 20 Katzgeister benötigt. Möchtest du sie jetzt öffnen? Derzeitige Anzahl Katzgeister 24. Ja, klar. Katzgeister, okay. Du hast eine Katz gefunden. Hibiskusmieder. Ein Accessoire, das Farbe reinbringt. Man trägt es am besten kühn zur Schau. Elixier. Okay, Katz, ja. Alles für die Katz. Ja, cool. Darf ich einfach runterspringen? Nee, schade. Oder jetzt mit meinem Segel. Hui. Ah, nee, falsches Spiel. Cool. Gefällt mir. Wie komme ich nochmal? Da komme ich ins Inventar. Kann ich das mal genauer betrachten oder anziehen oder so? Das wird ein... Das ist das sowas, was man dann auch draußen sieht? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Zubehör. Das wird doch ein Zubehör sein, oder? Für sie. Kalzit-Ohrringe. Halt, ach nee, ich bin schon richtig. Was gibt's noch? Rüstungen? Nee, ich kann da nicht reinklicken. Da kann ich auch nirgendwo reinklicken. Wie kann ich das, wie kann ich umrüsten? Hier kann ich es nicht. Oder ich weiß, die Taste nicht. Sperren. Freischalten. Option. Aha. Angelaufene Silbermünze, die wir gefunden haben. Unter Materialien. Mhm. Also hier kann ich mir die Sachen nur angucken, aber ich kann irgendwie nichts umziehen, kommt mir so vor. Habe ich das richtige Inventar doch noch nicht gefunden? Das ist die Map. Okay. Nee, keine Ahnung. Hier waren die Skills im Kampf. Hier kann ich mir das nur angucken. Hm. Weiß nicht, vielleicht kann ich das in der Demo auch nicht wirklich umrüsten. Weil... Ne, hier zum Beispiel... Wenn ich da was Neues habe zum Beispiel, das müsste sie doch theoretisch... Nö, keine Ahnung, wie das geht. Hier anscheinend nicht. Ah, die Taste habe ich noch. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ich vergesse gerne diese, dieses Touchpad als Taste. Okay. Mode. Ausrüstung. Jetzt wollen wir mal gucken bei ihr. Genau, da müssen wir uns auch mal kurz reingucken. Was haben wir denn da jetzt zum Beispiel? Genau, da gibt es nur die Stiefel. Das haben wir eh alles drin. Da gibt es noch die Schockwehr. Aber wir lassen das so, das wird schon gut sein. Sehr schön gemacht. Blutklinge. Jetzt haben wir noch die Klinge. Die ist aber nicht so gut. Sie würde Magie zwar steigern, aber wir kämpfen ja eher. Okay. Ausrüstung Artes. Genau, da könnte ich es jetzt auch wirklich umswitchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe, da gibt es noch mehr. Hängende Schneiden. Mhm. Ja gut, da tue ich mich jetzt nicht reinfriemeln. Das wird gar nichts bringen. Mode. Extras. Ja, genau, das ist das. Und jetzt können wir sie eventuell noch irgendwie verzieren oder so. Ja, cool. Wobei ich sehe gerade, warte mal. Ah doch, das ist die Blume da. Genau, genau. Wie cool. Ja, man kann bis zu drei Sachen, kann man die Charaktere anpassen. Das finde ich total cool. Auf sowas stehe ich auch. Anscheinend können wir auch die Haare und generell die Kostüme irgendwann mal ändern. Hoffentlich ist das nicht wieder so ein DLC-Kauf-Scheiß, wie sie es hier und da schon mal gemacht haben. Ja, schön, ne? Die Kuss hier. Gefällt mir. Ja, das sind Spielereien, die muss man nicht mögen. Das ist zweifelsfrei eine Geschmackssache. Aber ich find's toll. So. Also ich hab Spaß. Was haben wir hier? Rosmarin. Ja, also... Wie immer... Ja, komm. Also, ich muss sagen, wie immer, Tales of... Ersteindruck so... Sehr gut. Wie immer. Ich kann bei der Serie eigentlich nie was... aussetzen bisher. So richtig. Man muss halt auch wirklich sagen, Tales of liefert immer ab, ne?
Das ist ehrlich über so eine lange Zeit sehr bewundernswert, finde ich. Wenn man jetzt an andere große Rollenspiele-Serien denkt, wo es... Genau. Wenn man mal an andere große Rollenspielserien denkt, wo es immer wieder mal richtig gute Teile gibt und dann gibt es mal wieder so einen Knackpunkt, wo man sagt, oh nee, das finde ich gar nicht gut. Oder seitdem ist es deutlich schlechter und so. Aber so mein Eindruck, ich habe schon ein paar Gespräche mit ein paar Leuten gehabt, zum Beispiel Millie, hallo, und noch ein paar anderen. Also die bestätigen das auch, große Tales of Fans, dass die Serie einfach immer abliefert. Da gibt es vielleicht, klar, man hat vielleicht seinen Favorit, auch da natürlich. Und vielleicht mag man mal eins ein bisschen weniger, aber das ist dann wieder so der persönliche Geschmack. So generell kann man, glaube ich, nicht sagen, dass irgendein Tales of Teil ein totaler Flop war bisher, oder? Also die wissen immer genau, was die Zielgruppe will. Und das ist auch der springende Punkt. Die bleiben bei ihrer Zielgruppe. Die wissen, was die Fans wollen, und das bringen sie. Immer wieder gut durchdacht mit neuen Charakteren, aber sie bleiben einfach ihrer Zielgruppe treu. Und das, genau das könnte man sich von manch anderen Serien vielleicht auch mal wünschen. Denn es bewährt sich. Es funktioniert doch. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. So viel dazu mal. Aber gut. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, ich weiß, ich will jetzt nicht unbedingt kämpfen. Wartet mal. Wenn da eine Option war, ich will jetzt nochmal schnell zurückrennen. Wenn ich das Blatt bedeutet, dass ich da hochklettern konnte, dann konnte ich an der Stelle vielleicht auch irgendwas klettern oder so. Und ich habe es noch nicht kapiert. Was ist das? Okay, ich will gerade nochmal da kurz gucken. Na gut, da ist nichts zu klettern, aber vielleicht kann ich mit dem Baumstamm irgendwas machen. Was ich so gesehen habe. Oder so, kann ich schieben oder... Naja. Dann halt nicht. Da verstehe ich das Blatt nicht. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich nehme an, dass da die Demo dann gleich zu Ende ist. Vielleicht werden wir noch einen schwereren Kampf bekommen. Mal gucken. Auf jeden Fall, ja. Schönes Tales of. Der ist ein Druck gut. Dann gehen wir mal da den Bergpfad. Ah. Ja, das habt ihr jetzt davon. Dass ihr euch mir in den Weg stellt. So passiert das halt. Ja. Also wenn ich es irgendwann mal spielen sollte, dann würde ich es auch auf Englisch spielen. Früher jetzt in der Demo habe ich mir gedacht, warum nicht? Und jetzt mal ins neue Gebiet. Zum Ziel. Und mal gucken, was passiert. Noch passiert nicht viel. Aber der Stern ist unser Ziel. Holen wir mal die Kiste. Die Gegner kennen wir ja alle schon. Klar, wenn ich es jetzt richtig spielen würde, dann würde ich jeden Gegner mitnehmen, aber so. Okay. Ist gleich da runter. Arrête. Krimone-san? Oh! Sind die knuffig? Ah, ich coole Mucke. Yeah! Kleiner Boss. Jedes Mal, wenn du... Was auch immer. Ah, der hat so einen Schutz. Den machen wir ganz schön wenig Schaden. Muss wohl irgendwie Extras machen. Warte mal. Lähmung abfällig. Rache. 20.000. Wow. Die Mucke ist fetzig, oder? Die gefällt mir. Oh, warte mal. Was habe ich denn für Trick drauf? Mal gucken. Ah, wenn ich es gedrückt habe. Ah ja, nice.
Ah, jetzt ist sein Panzer durch. Jetzt kann man richtig angreifen. Jawohl. Sehr schön. Oh, das war jetzt schön. Fast die Hälfte umgemobbt. Ich glaube, jetzt hat er wieder sein Schild, oder? Ja, jetzt hat er wieder sein Schild. Warte mal, jetzt gucke ich wieder. Das mache. Okay, wir können schon wieder angreifen. Oh yeah. Ja, das tut weh. Dann liegt das arme Tier schon. Es tut mir fast leid. Ja, wir haben ihn gleich. So. Letzter Schlag oder so. Das war's. Naja, so mächtig war der jetzt auch nicht. Ja. Und das war's. Das gute Spiel gibt's schon seit Ende Januar. Tales of Berseria. Sehr schön. Hat mir gut gefallen, dieser erste Eindruck. Ich bin auf eure Meinung dazu gespannt. War jetzt mal wieder ein bisschen was Japanisches. Hat man schon länger nicht mehr. Und ja. Für die, wo es noch nicht mitbekommen haben, wann mache ich endlich wieder ein JRPG? Nächstes Jahr erst ist es geplant, und zwar Shadow Hearts. Das werden nicht so viele kennen, nehme ich mal an. Das ist ein Spiel auf der PlayStation 2 und es ist sehr, sehr ebenbürtig mit den guten Final Fantasies, meiner Meinung nach. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Aber da ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Gut, Leute, das war's. Let's Show vorbei. Wir werden die Tage noch weitere Let's Shows sehen. Von all dem möglichen Zeug, was ich noch so auf meiner PlayStation 4 Festplatte habe. Seid gespannt. Bis dann, macht's gut. Und tschüss.